liebes Volk, wir haben uns heute hier versammelt, um diesen Gottesdiener, wie er sich selbst nennt, den Prozess zu machen. Er hat mit einer unserer Bürgersfrauen Unzucht getrieben und somit unser ganzes Dorf verraten. Heute wird ihm für diese Gräueltaten eine gerechte Strafe zuteil werden. Ich bin unschuldig, euer Herrn. Schweigt, du Sündiger! Nun denn, bist du bereit, deiner rechtmäßigen Strafe entgegenzutreten? Ich habe nichts getan. Erkennst du nicht die Schande deiner Taten? Nein, euer Herr. Du lügst doch! Hattest du nicht wenigstens ein bisschen Gefallen daran, als du dich den fleischlichen Gelüsten hingegeben hast? Ich lüge nicht, euer Herr, bei Gott nicht. Er lügt doch! Herr Silber! Ja! War sie denn die Einzige? Sie war die Einzige, ich schwöre es. Ha! Erwischt! Nun denn, liebes Volk, wie es aussieht, hat dieser Sündiger seine Taten wohl gestanden, wenn auch unfreiwillig. Welche Strafe findet ihr seinen Schandtaten denn angemessen? Sperrt sie weg! Sperrt sie weg! Ertränken! Sperrt sie weg! Sperrt sie weg! Ja! Was ist denn, wenn einfach einmauern? Ich habe genug gehört. Aufgrund der Schändigung eines Dorfweibes und der Schande, die er über unser ganzes Volk gebracht hat, ist er für seine Strafe selbst verantwortlich. Er wird in den Gemäuern dieser Burg elendigst verrotten müssen. Holt den Baumeister Stein und Lehm und mauert diesen Verbrecher ein! Gnade! Gnade!